Moin und herzlich willkommen auf unserem Distribution YouTube-Kanal. Heute zeigen wir dir, wie du diese wunderschönen Winterlandschaftskerzen aus unseren Produkten herstellen kannst. Während unser Sojawachs schmilzt, bereiten wir die Gläser mit den Dochten vor. Für die 300 ml Gläser werden wir unsere BWR 9 auf Rolle verwenden, da wir einen Weihnachtsbaum und einen Schutzengel auf die Basiskerze setzen wollen, wofür wir einen längeren Docht brauchen. Wir wachsen den Docht vor und fädeln den Dochtfuß auf und klemmen ihn fest. Bei den BWR-Dochten auf Rolle unbedingt auf die Lauf- bzw. Brennrichtung achten. Die erste Fuhre Sojawachs ist geschmolzen und wir gießen es in unsere Mini-Weihnachtsbaum- und Wichtelform. Während sie abkühlen, gießen wir etwas Wachs in unsere Kerzengläser. Während das Wachs abkühlt, schmelzen wir das Rapswachs 5761 für den Tannenbaum und die Schutzengelform. Wir fädeln den Docht durch die Form, aber werden diese Dochte entfernen, bevor das Wachs vollständig abgekühlt ist, weil wir den Docht der Glaskerze durch diese Löcher ziehen werden. Alternativ kannst du das auch mit einem dünnen Metallspieß machen. Wir gießen unseren Rapswachs hinein und behalten ihn genau im Auge, weil es schnell abkühlt. In der Zwischenzeit sind unsere Mini-Bäume und Wichtel abgekühlt, sodass wir sie entformen können. Wir bemalen sie in unterschiedlichen Kombinationen mit unseren Kerzenlacken Gold, Rot und Grün. Wichtig ist, die Lacke vor dem Verwenden gut umzurühren und gegebenenfalls Luftbläschen bzw. Schaum abzuschöpfen, bevor du den Tannenbaum eintauchst. Denk daran, die Dochte rauszuziehen, bevor das Rapswachs ganz ausgehärtet ist. Wir wollen mit unseren Kerzen kleine Schneelandschaften erzeugen. Dazu schlagen wir etwas Sojawachs auf. Wir haben diese Technik bereits für die Tortenkerze und Eiskugelkerzen verwendet. Die Videos dazu findest du auf unserem Kanal. Während das Sojawachs abkühlt, schlagen wir es immer wieder auf. Sobald es eine cremig-weiße Konsistenz erreicht hat, geben wir es in einen Spritzbeutel. Dabei unbedingt zügig arbeiten, weil es schnell hart wird. Wir geben den Sojawachsschnee mit dem Spritzbeutel in die Gläser und platzieren dann unsere Wichtel und Tannenbäume, sodass es ausschaut, als würden sie leicht im Schnee versinken. Alternativ kannst du den Wachsschnee auch mit einem Teelöffel in den Gläsern verteilen. Den Tannenbaum und den Engel fädeln wir durch die Dochte und setzen sie ebenfalls in die noch weiche Schneemasse. Zum Schluss raspeln wir eine Restekerze und lassen das geraspelte Wachs auf unsere fertigen Kerzen rieseln, um den Schneelook zu vollenden. Diese Winterlandschaftskerzen sind das perfekte selbstgemachte Weihnachtsgeschenk. Wir hoffen, das Tutorial hat dir gefallen. Vergiss nicht, uns auf Instagram zu markieren, um uns deine Kreationen zu zeigen. Wenn du Fragen hast, hinterlass uns gerne einen Kommentar und abonniere unseren Kanal für weitere kreative DIYs und Produktideen. Wir wünschen dir eine kreative Woche und bis zum nächsten Mal.